Heute stelle ich euch den elektronischen Schließzünder von Dormakaba vor, nämlich den Evo Smart. Wenn euch das Thema interessiert und was den Zylinder so besonders macht, dann bleibt nur einfach dran, nach dem Intro wie immer gibt's mehr. Und wieder ein elektronischer Zylinder, wieder mal was Neues bei uns auf dem Kanal. Nun ist das ja schon der gefühlte 20. Zylinder und einige werden euch fragen, boah, warum nur wieder einen elektronischen Zylinder? Was viele von euch gar nicht wissen im Hintergrund, ich tue sehr viele Produkte auch ausklamüsern, weil ich glaube, dass sie für den Kunden keinen besonderen Mehrwert haben oder ein Alleinstellungsmerkmal. Aber der Evo Smart von Dormakaba, der hat Alleinstellungsmerkmale, beziehungsweise ein Alleinstellungsmerkmal, und das wollen wir euch heute mal einfach in dem Video sagen. Also, nicht lange schnacken, geht los. Verpackung wie immer, haue ich weg, tue sie zur Seite und da ist der Schließzylinder. Ich habe ihn schon mal auseinandergebaut, ich habe damit schon mal experimentiert und was euch sicherlich auffällt, ist schon erstmal die andere Knaufform. Man muss erstmal sagen, dass das Produkt eine sehr gute Haptik hat, eine sehr gute Verarbeitung, qualitativ alles, was so gepasst hat. Man merkt halt, hier ist ein bisschen Know-how dahinter. Klassisch oder nicht so klassisch ist, dass der Zylinderknauf vorne eine sogenannte viereckige Form hat. Macht sich also von den Griff her, er ist nicht sehr groß. Wir haben noch einen Zollstock da, da messen wir doch gleich mal nach. Er hat also in der Diagonale 35 mm und ist in der Tiefe 45 mm. Und der Innenknauf ist sozusagen, ich will jetzt mal sagen, 35 mal 30. Also das Ganze hält sich technisch von den Maßen her auf alle Fälle im Rahmen. Das alleine hat natürlich noch nicht dazu gereicht, nur weil da Dormakaba drauf steht, dass wir den Zylinder aufnehmen. Sondern wir haben uns natürlich das Produkt angeguckt und haben gesagt, Mensch, wenn der Zylinder das kann, dann ist das vielleicht für euch auch interessant. Und zwar, das größte Problem, was wir immer haben am Anfang, ist zu sagen, Mensch, lieber Kunde, welches Produkt nehmen wir für dich? Oftmals ist es so, dass ihr sagt, ich möchte gerne mit ein, zwei Türen anfangen, aber ich schließe nicht aus, wenn das Ganze funktioniert, 20, 30, 40, 50 und mehr Türen draus zu machen. Und genau da liegt das Problem. Die meisten Systeme fahren nur fest in ihrer Schiene. Entweder tust du mit App programmieren, du tust sie mit Software programmieren oder nimmst eine aufwendige Online-Geschichte. Was ist denn nun aber, wenn ich sage, ich möchte erstmal mit der App anfangen und wenn sich das steigert, möchte ich mir den Rest komplett offen lassen. Und genau da liegt der Mehrwert vom Dormakaba Zylinder. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Zylinder, fangt damit an. Und wenn ihr dann feststellt, Mensch, mit der Handyprogrammierung, der Evo Smart wird erstmal mit Handy programmiert, das zeige ich euch dann später noch. Das Ganze ist zwar okay gewesen für zwei Türen, aber für 20 oder 30 Türen kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Dann könnt ihr einfach den Zylinder upgraden und ihr könnt einfach auf die nächstmögliche Version euch hochswitchen. Das heißt, ihr vertut euch nichts, wenn ihr auch mit dieser Handy-Lösung anfangt. Das finde ich besonders gut, weil es den Kunden nach hinten raus wahnsinnig viel Luft lässt. Muss ich überhaupt nicht großartig entscheiden. Ich kann das hinterher immer alles noch ummünzen. Und man muss ganz eindeutig sagen, die Produkte sind einfach mittlerweile zu schade zum Wegwerfen. Ich kann ja schlecht nach zwei, drei Jahren das Ganze wegschmeißen, nur weil die Software darauf nicht angepasst werden kann. Eigentlich im Jahr 2022 sollte es selbstverständlich sein. Aber nein, es gibt nicht viele Produkte, die das können. Bis jetzt fallen mir vielleicht auf Anhieb zwei ein. Ja? Und wir sind aber heute mal bei dem, wo uns das zuerst aufgefallen ist. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Ganz vorne steht natürlich beim Evo Smart die Programmierung per Handy-App. Das heißt, ihr bekommt ein Starter-Set und in dem Starter-Set ist eine Programmierkarte dabei, das ist wie eine Art Sicherungskarte für euch, eine Karte als EC-Kartenform, einen Transponder mit schönem Bügel und QR-Code, ein entsprechendes Werkzeug. So, das alles bekommt ihr dazu und dann habt ihr die Möglichkeit, den Zylinder über eine App ganz einfach zu programmieren. Diese App ist erstmal grundsätzlich kostenlos, die ladet ihr euch runter und da es mittlerweile so viele technische Varianten von Handys und sonstiges gibt, habe ich mal vorher mich erkundigt und die Aussage war klar, wenn ihr euch die Dormakaba
Evo Smart App runterladen könnt. Das könnt ihr also vor dem Kauf schon prüfen. Dann ist auch das System mit eurem Handy kompatibel. Grundsätzlich gilt, die Programmierung ist mit dem Handy möglich, aber auch das Handy als Schlüssel hier sozusagen hier dran ist genauso möglich. Wir haben das Ganze durchgespielt für euch. Wir haben dazu auch eine kleine Videoanleitung für euch gemacht. Ich muss aber ehrlich sagen, die Mühe hätten wir uns eigentlich sparen können, weil der Ablauf in der App ist selbsterklärend. Also, ihr bekommt den Zylinder, legt ihn in eurer App an, fügt einen Benutzer dazu und tut letztendlich einen Transponder dazu machen. Und wenn dann, könnt ihr mit dem Zylinder schließen. Die App hat einige Vorteile, aber wir wollen es auch nicht verheimlichen. Ein, zwei Sachen, wo ich gesagt habe, okay, möchte man an der Stelle mit erwähnen. Also, Programmierung, die Standardversion, Transponder, alles überhaupt gar kein Problem. Was bei den Jungs von Dormakaba kostenpflichtig ist, ist, wenn ihr ein Handy als Schlüssel dazu tun wollt, also sprich einen digitalen Schlüssel erzeugen wollt, dann ist dieser Schlüssel kaufbar über die App und kostet so knapp 6 Euro. Allerdings muss ich sagen, das ist noch, ich sage jetzt mal im Rahmen, denn wenn ich letztendlich programmieren möchte, dann ist das Ganze kostenlos, nur wenn ich das Handy als Schlüssel verwenden möchte, dann bezahle ich dafür 6 Euro. Das ist erträglich, gerade bei Vereinen kann es ja doch den Transponder ersparen und letztendlich wird ein Smartphone weniger verloren als ein Transponder. Also die Philosophie dahinter kann ich schon nachvollziehen. Zweitens, die Bluetooth-Schnittstelle, die ist nicht immer aktiv, sondern die muss, bevor man die letztendlich verwendet, ich sage jetzt mal mit was Metallischem aufgeweckt werden. Wie jetzt zum Beispiel ich, der keinen Ring am Finger hat oder sonstiges. Na gut, ich würde jetzt erstmal gucken, wie funktioniert das? Wie kriege ich den Zünder aufgeweckt? Damit die Bluetooth-Schnittstelle eben nicht immer Strom zieht. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, ist auch, dass der Zylinder eine Ereignisliste kann. Aber auch die Funktion muss man einmalig mit knapp 10 Euro bezahlen. Nun sind das aber beides Themen, die nicht jeden Kunden von uns wirklich interessieren. Die sagen, Handy brauche ich nur zum Programmieren, Zugangsliste will ich eigentlich im privaten Bereich gar nicht. Dann würden für euch keine weiteren Zusatzkosten anfallen. Die Montage des Zylinders ist denkbar einfach. Auch das ist überhaupt gar kein Problem. Der Innenknauf lässt sich abnehmen. Ganz problemlos ist der sozusagen durch so eine Steckrastverbindung formschlüssig miteinander verbunden. Und dann ist das letztendlich so, dass der Zylinder hier in dem Fall bei dem Modell von außen eingebaut wird. Ja, steckt das jetzt hier einfach mal drauf. Zack. Und kann letztendlich hier ohne Probleme wird dann noch die seitliche Schraube arretiert. So, warte, ich hab's gleich. So, ja, das heißt, die seitliche Schraube wird noch arretiert, wird festgezogen und schon ist der Zylinder eigentlich komplett fertig in der Tür verbaut. Das heißt, ihr seht, so lang, wie es jetzt hier gedauert hat, dauert es auch bei euch an der Tür letztendlich nicht. Das ist einfach das ganz einfache System. Ich fand diese App wirklich sehr übersichtlich, das muss man jetzt erstmal sagen. Man kriegt den Zylinder auch wieder relativ einfach aus der Tür raus, auch das zeige ich euch. So, also alles überhaupt gar kein Hexenwerk. Da haben wir schon kompliziertere Sachen vorgestellt und fertig ist die ganze Geschichte. Und wie gesagt, nochmal, der Vorteil an diesem Zylinder ist, dass ihr zwar bei der Programmierung mit einer App beginnen könnt, euch aber relativ viele Softwarestufen nach oben zur Verfügung steht. Ihr müsst also dann nicht nochmal investieren, sondern ihr bezahlt genau die Differenz, als hättet ihr von Anfang an die Systemsoftware gewählt. Somit tritt auch kein wirtschaftlicher Verlust ein. Sehr schön fand ich auch bei dem Zylinder, dass die Einkuppelzeit, also wie lang ist der Zylinder eingekuppelt und kann betätigt werden, in der App einstellbar ist. Auch das ist oftmals nicht vorhanden. Gerade Menschen mit Handicap brauchen etwas länger und dann sind die 3, 4, 5 Sekunden so schnell rum, da habe ich die Mehrfachverriegelung noch nicht mal zur Hälfte auf. Smarter Zylinder,
super Haptik, gute Verarbeitung, bis sogar sehr gute Verarbeitung. Auch der Batteriewechsel mit dem beiliegenden Werkzeug ist überhaupt gar kein Problem. Und in dieser Produktreihe wird es noch mehrere Komponenten geben. Laser, Beschläge, um mal nur Halbzünder, um mal nur einige zu nennen, die dann im Onlineshop nach und nach bei uns, wie gesagt, mitkommen werden. Und somit ist hier nicht nur in dem System ein elektronischer Zylinder zu bekommen, sondern auch weitere Komponenten. Ja, damit will ich die schnelle Kurzvorstellung vom Dorma Kaba Evo Smart auch schon gut sein lassen. Grundsätzlich, wie gesagt, sind, das habe ich noch vergessen zu sagen, gut, dass ihr das gerade innerlich höre, das System ist aufgrund der QR-Codes, also das heißt Komponenten werden per QR-Code hinzugefügt, sind nur Dorma Kaba eigene Komponenten möglich. Der Zylinder spindet auch eine Verschlüsselung statt, sodass jetzt hier nicht nur die einfache Abfrage der Seriennummer erfolgt. All das sind Dinge, wo ich sage, hat dieser Zylinder auf alle Fälle seinen Marktanteil und alleine schon der Name Dorma Kaba, ich sage mal gern Dorba, das ist, wisst ihr nicht warum, Sprachfehler von mir, Dorma Kaba steht ja alleine schon für hohe Qualität, das muss man einfach mal sagen. Ja, ich will es nicht in die Länge ziehen, ich will es euch nicht weiter langweilen. Ist auf alle Fälle ein neuer Stern am Elektronikhimmel. Nicht neu jetzt auf dem Markt, sondern gibt es schon eine Weile. Auch der Preis ist verträglich. Bei uns jetzt neu im Sortiment, meine ich damit. Ich mache mal den Knauf nochmal drauf, damit es auch nochmal komplett aussieht. So sieht das gute Stück aus. Ich denke, kann sich sehen lassen. In diesem Sinne, danke wie immer fürs Zuschauen. Ich freue mich über jedes Abo. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.